Ja, Freunde, willkommen zurück. Nächster Part mit Brighton. Und es geht weiter heute im Pokal. Wir müssen im Carabao Cup dran, also im League Cup, der in England nicht so eine große Wichtigkeit erfährt wie zum Beispiel der FA Cup. Aber für so kleinere Clubs wie uns ist das natürlich eine coole Geschichte. Mal schauen, wie wir uns schlagen gegen Swansea, also in dem Fall einen Zweitligisten. Ja, ich habe doch gemeint, ich soll mir mal so ein Spiel im Taktik-Screen anschauen, beziehungsweise in diesem Zuschauermodus. Das werden wir jetzt heute vielleicht einfach mal machen, um euch den zu zeigen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, irgendwie ist mir das Pokalspiel fast zu wichtig, um es dort zu machen. Andererseits, wir können eh eingreifen, wenn es nicht so läuft. Wir haben danach das Spiel gegen Aston Villa. Wir haben jetzt am Wochenende unentschieden gespielt gegen Bournemouth. Und ja, jetzt legen wir los zu diesem Spieltag in dem Pokalfight. Also machen wir es vielleicht einfach so, dass wir jetzt dann uns das gemütlich anschauen. Jetzt machen wir mal diesen Vorbericht. Da sehen wir 5-3-2 halten. Das heißt, Defensivstil ist eher, wenn Swansea City nicht im Ballbesitz ist, verteidigt die Mannschaft tief und lässt die gegnerische Mannschaft bis ins eigene Abwehrdrittel zu kommen. Das heißt, wir können dann wahrscheinlich das Spiel in Ruhe von hinten aufbauen und die Angriffe werden geduldig aufgebaut. Okay, na gut. Trainingseinheit. Da ist jetzt halt die Frage, mit welchen Spielern wir spielen, weil das ist jedes Mal so lästig, dass man zuerst die Aufstellung machen muss. Man muss hier auf Anstoß gehen. Dann muss man quasi ins Teammanagement die Spieler aufstellen, die auch wirklich spielen. Da würde ich sagen, beginnen wir heute mal mit João Pedro und Ferguson werden wir dann einwechseln, weil Calvert-Lewin einfach zu müde ist. Dann werden wir heute mit vielleicht auch Milner und Gross spielen, damit wir hier ein bisschen Rotation haben. Moder wäre natürlich dann eine Möglichkeit, um zu wechseln. So, Fati ist halbwegs fit, da ist Adingra sogar müde. Schauen wir mal, wen wir da unten noch haben zum Mitnehmen. Hinschelwood können wir noch mitnehmen. McGill, Van Hacke ist ein Innenverteidiger, den wir gerade verkaufen. Schneck hat auch gespielt. Ja, ich würde sagen, wir spielen so. Und jetzt gehe ich nochmal zurück. Die Aufstellung haben wir jetzt. Und jetzt schauen wir, ob die Spieler sich bei der Trainingseinheit jetzt geändert haben. Okay, ich denke schon, aber es sind sowieso hauptsächlich mit Thomas und Fati dabei. Wir können hier natürlich auf Passen gehen oder so, vielleicht da mal March, Calvert-Lewin. Okay, es hat also anscheinend nicht wirklich was gebracht. Da kommen trotzdem andere Spieler rein. Aber machen wir das halt. Jetzt gehen wir mal auf Überwinden und Flanken. Einfach mal, um ein paar andere Übungen noch zu zeigen hier bei diesem Modus. Ich finde das relativ unangenehm, dieses Überwinden und Flanken, weil der Verteidiger schon so nah an einem dran ist, dass es mir kaum gelingt hier. Dann hast du in der Mitte Fati, der jetzt auch kein Kopfballmonster ist. Also ich glaube, die Übung können wir gleich knicken. Naja, schaut mal. Jetzt schläft aber Fati. Das ist jetzt vielleicht die Chance. Nur, dass wir wieder nichts draus machen. Boah, was für ein Tackling. Flanke war nicht schlecht, wäre aber abseits gewesen. Na gut. Wie hat es so schön geheißen, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen. Also viel, was wird heute nicht mehr gehen. Das ist auch wieder abseits. March. Ah, okay, und ich muss ihn direkt verwerten. Und da ist Fatih wieder im Abseits. Na, schauen wir mal, wie hoch die Erwartungshaltung ist, weil ein bisschen Punkte sammeln wir ja gerade. Vielleicht geht da doch noch was. Jetzt haben wir in der Mitte zumindest Calvert-Lewin und nicht nur Fati. Das erleichtert das Kopfballspiel schon etwas. Und die Flanken kommen nicht gut. Aber dieses einmal gegen den Laufweg vom Verteidiger und dann Flanken, das scheint ganz gut zu funktionieren, um hier durchzukommen. So. War auch nicht schlecht. Naja, haben wir nicht geschafft, aber wie gesagt, das nehme ich dann immer so, wie es kommt. Und ja, wir gehen auf den Anstoß. Die Aufstellung ist jetzt wieder dahin. Die müssen wir jetzt wieder neu machen. Das ist der nächste nervige Fehler hier in dem Spiel. Also es sind schon so einige Sachen dabei, die mich wirklich nerven, muss ich sagen. Ich lasse uns eher den Modo spielen, weil er ein bisschen jünger ist und nehme den Milner noch mit auf die Bank, dass wir den dann einwechseln, genauso wie Hinschelwood. Van Hacke nehmen wir noch mit. Und ja, so werden wir es angehen. Und dann gehen wir eben auf diese Taktikansicht, weil da zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das funktioniert, auf diesen Zuschauermodus umzustellen. Das habe ich jetzt nämlich endlich mal rausgefunden.
Und zwar kann man wirklich mit L2 diese Kameraperspektiven durchschalten, was an und für sich eine echt coole Geschichte ist. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Und wenn es nicht gut läuft, dann werden wir die zweite Hälfte selbst spielen. So, also das ist die Traineransicht. Die habe ich jetzt auch so ein paar Kommentare gelesen auf YouTube. Generell nicht sonderlich gelungen ist, muss man ganz ehrlich sagen, weil du hast diese Situation eben, dass der Trainer im Weg steht und der Trainer schaut auch nicht aufs Spiel. Das müsst ihr mal achten. Oder nur teilweise. Aber so wie jetzt hier, wir gerade im Angriff und er schaut einfach geradeaus. Schaut mal, wir haben einen riesen Torschuss und er schaut nach rechts. Gut, wir gehen in Führung und er dreht komplett durch, obwohl er das eigentlich nicht mal mitbekommen hat. Aber schön, wir haben es geschafft und sind in Führung gegangen, immerhin. Und die Spieler kommen zu uns, so wie es aussieht. Das ist wieder ganz nett dafür. So, das heißt früh die Führung. Schauen wir uns hier nochmal die Wiederholung an. Und da sehen wir, wie Marge abschließt. Gut, jetzt zeige ich euch eben mit Viereck. Könnt ihr wechseln zwischen der Traineransicht und der klassischen Kamera, die ihr eingestellt habt in dem Modus. Und wenn ihr hier auf der Traineransicht seid, könnt ihr mit L2, glaube ich, durchschalten. Wohin ging es noch? Ah, hier bei der Spielansicht müsste sein. Dann könnt ihr alle möglichen Kameraansichten durchschauen, die man eben auch schon aus Wiederholungen kennt. Und was ich dann eben ziemlich cool finde, also hier gibt es auch Nahaufnahmen, um näher in der Action zu sein. Aber ja, ich finde diese taktischen Ansichten ganz spannend, weil man das sieht. Hier zum Beispiel wäre der perfekte Pass in die Tiefe möglich gewesen. Und dann kommen wir in Kürze. So, Mitoma. Ah, stark 2-0. Sehr, sehr schön. Also da müssen wir heute, glaube ich, nichts selber spielen. Das hat er gut gemacht. Da kannst du halt wirklich auch einfach nur Trainer sein, so wie wir halt den Football Manager spielen. Und die Ansicht, die wollte ich eigentlich, weil die finde ich richtig cool. Was ich schade finde, ist, dass du die Ansichten nicht wieder zurückwechseln kannst. Das heißt, du musst dann nochmal alles durchklicken, sobald du hier wieder bist. Also es gibt alles immer nur mit, geht alles immer nur mit L. Nein, es geht. L1. Okay. L1 und L2 sind die Tasten. So. Die ist auch ganz nett. Boah, was für ein Tor von Swansea. Yates mit dem Treffer. Der war nicht schlecht. 2-1, Anschlusstreffer. Schauen wir uns nochmal an. Da bekommt er den Ball. Ja, KI-Verteidiger viel zu weit vom Spieler entfernt. Torwart kann noch nichts machen. So, ich hätte jetzt eben ganz gerne die Kamera vom Stadion aus. Die oder die hier? Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Das wirkt ein bisschen verbuggt, sage ich ganz ehrlich. Jetzt kann ich auch mit R1 wechseln. Ah, mit R1 wechsle ich Spieler durch, kann das sein? Ja. Auf jeden Fall so richtig hundertprozentig gut funktioniert das Ganze noch nicht. Also bei den ganzen neuen Features, die EA immer wieder reinbringt, muss man halt auch ganz ehrlich sagen, hat man oft das Gefühl, 2-2, ich spiele das jetzt, hat man halt einfach oft das Gefühl, dass sie, ja, die Sachen nicht so wirklich gut testen und versuchen auch. Aber okay. So, wir legen los. So an sie auswärts. 2-2 steht es, das heißt, wir fangen quasi bei 0 an und hoffen jetzt einfach mal, dass wir das ganz gut hinkriegen. So, Fatih. Tempo-Dribbling, Schuss aufs lange Eck. Leider nicht geklappt. Wurde geblockt. Damit die Ecke. March mit der Flanke. Estupinan mit der guten Balleroberung, unser Linksverteidiger. Mal schauen, ob er mit dem schwachen Fuß auch flanken kann. Ja, gar nicht schlecht, muss man sagen. Skal Groß kommt da gut hin, aber können da leider nichts mehr draus machen. So, Lamptey. Und das gibt Handspiel. So, den versuchen wir jetzt mal gut reinzuflanken. Ah, der geht zu weit weg vom Tor. Da habe ich zu viel Effet in den Ball gesteckt, aber Mitoma ist schon wieder am Weg. Und, na, schade.
Idee fand ich jetzt nicht so schlecht. So, und jetzt müssen wir... Oh, das hat Mitoma wieder gut gemacht. Also der macht extrem Bock. Wenn ihr irgendwie in der Premier League spielt, auch beim stärkeren Club, holt euch Mitoma als Backup. Ich kann es echt nur empfehlen. Im Flügel ist der schon verdammt cool. Oh, Pedro rechts raus auf Lamptey. Die Flanke ist auch nicht schlecht. Gut, Kopfball aus der Situation war ein bisschen übermütig. Aber alles in allem haben wir das Spiel jetzt, seit wir selbst steuern, die letzten 15 Minuten auf jeden Fall gut selbst in der Hand. Was ja auch zu erwarten war grundsätzlich gegen einen Zweitligisten. Aber die haben ihm zumindest die KI vorhin stark gespielt. Aber wir kommen immer besser in Fahrt. So, mit viel Zug zum Tor bringen wir den jetzt rein. Der ist gut. Und... Boah, der war schwach. Richtig schwach geschossen hier leider. So, den probieren wir jetzt mal kurz. Estupian bleibt aber gleich hängen. Ach. An Rick Grimes. So, aufpassen. Schade, ich dachte, da war der Gegner noch dran, aber leider nicht. Das heißt, sie haben den Einwurf. Ballbesitz 0 zu 4 Schüsse ist auch interessant. Das heißt, das, was vorhin nicht von uns gespielt wurde, das wird einfach nicht berücksichtigt. Das sind einfach so Dinge, wo ich mir denke, hat sich denn irgendjemand angeschaut, diesen Modus? Hat das irgendjemand eigentlich ausprobiert oder haben die einfach nur das einprogrammiert und gesagt, ja, wird schon passen? Das sind so Sachen, die ich halt immer wieder kritisieren muss. So viel Spaß ich in diesem Jahr auch dabei habe. Aber ich kann sie nicht nur loben. Ah, abseits. Kein gutes Timing beim Abspiel, leider. So, weiter geht's. So, Ansu Fati. Ja, genau, da wollte ich durch. Sehr schön. Das war nicht schlecht gespielt. Und der muss rein. Moda vergibt. Das war sicherlich der beste Angriff bisher. Da hätte es beinahe gepasst. Gut. Ich würde sagen, wir werden jetzt vielleicht schon ein bisschen frische Kräfte bringen. Fati ist müde. Ich bringe Ferguson und schiebe Joao Pedro auf den Flügel. Und Milner könnte man theoretisch rechts hinten bringen. Ist zwar jetzt nicht der schnellste, aber ein sehr erfahrener Mann. Können wir ja mal probieren. Weil rechts hinten haben wir sowieso immer wieder Probleme, weil wir da keinen richtigen Backup verpflichtet haben. Das habe ich in der Kaderplanung ja ein bisschen verbockt. Der Backup, der dort gespielt hat, ist eigentlich Innenverteidiger und zu langsam. Gut, jetzt haben wir Milner, der auch nicht der schnellste sein wird. So, sehr aggressives Einsteigen hier von den Gegnern. Igor raus auf Milner. Milner mit der Kapitänsbinde, glaube ich sogar. So, Mitoma nimmt den guten mit. Milner auf March. Der bringt ihn unter Kontrolle. Da müssen wir gerade nur ein bisschen aufpassen. Moda kommt da gut durch. Da ist der Pass auf Mitoma. Ich wollte jetzt einfach versuchen auf die lange Ecke, weil irgendwie war in der Mitte alles zu. Hätte man jetzt auch besser lösen müssen fast. Ah, gutes Tackling. Keine Chance hier durchzukommen. So, Estupian ohne Probleme. Solé auf Milner. Ja, guter Seitenwechsel. Schlechter Pass von Milner. Und der hat jetzt natürlich nicht das Tempo, hier zurückzukommen. Moda hilft. Cool, wie der den Körper da eingesetzt hat, muss man sagen. Ich meine, es hat jetzt noch nichts gebracht, aber coole Animation, hat gut ausgeschaut. So. So. Mitoma. Pascal Groß mit dem Seitenwechsel, so Estupinan. Ist
Kein schlechtes Dribbling und ah, da hat Ferguson gelauert. Schade, dass das jetzt nicht geklappt hat. War wieder ein netter Angriff. Also alles in allem, hätte die KI nicht die ersten 20 Minuten gespielt, wären wir, glaube ich, echt gut unterwegs heute. So, Joao Pedro versucht hier Fahrt aufzunehmen. Gegner ist aber schneller, da drehe ich lieber ab. So, Omar Solé. Seitenwechsel auf Milner passt. Er zieht hier nach innen. Ja, sie stellen das ganz gut zu. Also ich schaffe es hier zwar gut, den Ball zu behaupten und das Spiel zu kontrollieren, aber sie geben dann wenig Freiräume her. Gutes Pressing. So, den müssen wir gewinnen. Sehr gut von Igor. Ach, da wird es wieder zu eng. Ich habe gehofft, dass wieder einer der Mitspieler vielleicht startet und wir dann einen guten, gefährlichen Pass spielen können, aber es war leider nicht so. Wie schaut es mit der Müdigkeit aus? Prass wäre fit, Hinschelwood auch, aber ich bringe mal Prass und ja, dabei bleiben wir im Moment mal. Was ist denn da passiert? Ich habe jetzt überhaupt nicht mitbekommen, dass wir da plötzlich den Ball kriegen. So, mit Ferguson komme ich hier gut vorbei und dann macht er so eine Kackflanke. Ich habe gerade echt versucht, relativ weit aufgezogen, um eigentlich über den Torwart drüber zu kommen auf den langen Pfosten. Aber okay. Ah, der war nicht schlecht. Glück gehabt hier. Estupinan. Und da ist niemand in der Mitte. Wie kann das sein? Doch! Nein! March mit der Riesenchance. Rushworth in der 79. Minute mit der Superparade. Nochmal die Chance. Das war ein schlechter Chip von March. Ich weiß gar nicht, wie es im League Cup ist, ob es da nicht schon dann dieses nervige Wiederholungsspiel gibt. Als hätte man in England noch nicht genug Spieltage. Oder ob das im FA Cup ist. Ach! Gut bedrängt, dadurch lege ich mir den Ball zu weit vor und der ist wieder weg. Sehr gut von Igor. Stupinan auf Milner rechts raus. Milner gleich mit dem tollen hohen Laufpass auf Mitoma, der zieht nach innen, lässt den Verteidiger aussteigen. Da ist Ferguson und da ist das 3:2 verdient, 86. Minute. So, bevor wir uns das Tor jetzt nochmal anschauen, wechsle ich jetzt nochmal durch. Milner ist schon wieder müde, gerade erst eingewechselt. Hinschelwood bringen wir noch rein für Groß, das heißt, wir haben noch einen Debütanten hier und dann bringe ich noch den Van Hecke einfach links hinten. Das ist ein Innenverteidiger, den wir aktuell auf der Transferliste haben, weil wir zu viele haben. Und der gerade auch ein Angebot hat, ich glaube von Anderlecht 4 Millionen. Das habe ich mal angenommen, schauen wir mal, ob es was wird. So, jetzt würde ich gerne die Wiederholung sehen. Ah, okay, mit Überspringen überspringst du alles. Ich wollte nur die Sequenzen hier überspringen, aber okay. Sehen wir es leider nicht nochmal. So, und jetzt heißt es auf jeden Fall dem Momentum widerstehen. Und das, die Partie hier gut über die Zeit zu bringen. So, Mitoma nimmt schon wieder Fahrt auf. Er ist einfach so stark. Es macht so Spaß mit dem zu spielen, auch wenn es jetzt wieder nicht geklappt hat. Aber diese Dribblings, die gehen mit ihm halt echt gut. Haben wir den jungen Hinschelwood kurz gehabt. Und ja, der Abschluss kein Problem. Omar Solé hat ihn und das war's. Wir gewinnen also schlussendlich verdient, auch wenn es knapp war, aber das lag hauptsächlich an der KI mit 3:2 gegen Swansea. Jetzt gehen wir kurz zum Interview. Hier sehen wir noch die weiteren Partien. Also Liverpool ist weiter, Manchester United ist weiter. Gerne. What's up? Können Sie den Titel holen? Das liegt dann allein an uns.
komische Frage, ehrlich gesagt. Das hat denn nichts mit Glück zu tun? Und wir können einiges von Yates lernen, der bei den Gegnern heute sehr, sehr gut gespielt hat. So, weiter geht's. Eigentlich eh schon mit dem Spiel gegen Aston Villa. Ich würde sagen, dass wir das jetzt vielleicht einfach in der im nächsten Modus machen. Das heißt, ich mache die Trainingseinheiten, dann werden wir einfach simulieren. Heiße Kartoffeln ist eine ganz nette Trainingsübung. Die finde ich ganz lustig. Relativ gut. Oh, verdammt. Jetzt muss ich es erneut versuchen. Jetzt habe ich zu spät gecheckt, dass beim zweiten Versuch ein Gegner dabei steht. Machen wir jetzt aber schnell nochmal neu. Machen wir jetzt mit Moda, Hut und March. Oh, starker Abschluss. So. Da müssen wir jetzt halt einfach ein bisschen überlegt sein. Gut, ich lasse es jetzt. So spannend ist es, glaube ich, nicht. Gut, gehen wir auf Anstoß. Dann machen wir die Aufstellung. Auch hier müssen wir wieder ein bisschen wechseln. Wir sehen, dass Calvert-Lewin noch immer müde ist. Vielleicht sollten wir da das Training ein bisschen anpassen. Jetzt habe ich die Taktikansicht gestartet. Großartig. Zur Simulation. Das wollte ich eigentlich... Wir sehen beim Gegner ein paar müde, bei uns ein paar müde. Das ist schon okay. Von den Werten her, also Noten, Statistik, kann man das so ein bisschen durchblenden. Den Modus gibt es ja eh schon ein bisschen länger. Keine Neuheit in dem Jahr. Ja, interessanter Kader auf jeden Fall bei Aston Villa. Also ich glaube mal, dass wir da grundsätzlich Außenseiter sind heute. Und da ist gleich die erste Chance. Eventuell jetzt der Konter für uns. Barty zieht gut nach innen und da ist das 1:0. Calvert-Lewin mit dem Treffer. Sehr schön. Etwas überraschend. So, rechts außen jetzt. Mitoma müsste das sein und die Flanke war gut. Calvert-Lewin kann den leider nicht unterbringen. Gut geklärt. Glaube ich halt. Erinnert mich sehr natürlich an diese 2D-Ansicht, die es im Football Manager auch gibt. Die habe ich eigentlich auch ganz gern gehabt, weil du da taktisch halt einfach viel erkennen kannst. Also ich finde die echt nicht so schlecht. Vor allem im FM ist die Grafik ja generell nicht so überragend, dass man da jetzt unbedingt den 3D-Modus bräuchte. Aber da habt ihr, glaube ich, hauptsächlich in den Kommentaren geschrieben, dass ihr den 2D-Modus nicht sehen wollt. Aber ich finde den ganz nett. Ich lese es jetzt hier mit dem Anschluss, mit dem Ausgleich. Und ja, also wir sehen hier schon, die Wege zu den Flügelspielern sind sehr, sehr weit. Die machen das Spiel wahnsinnig breit, was natürlich Vorteile hat, aber in dem Fall auch Nachteile, weil diese Passwege dann sehr, sehr lang sind. Und dadurch ist es natürlich auch ein bisschen riskant, diese Pässe auf die Flügel zu spielen. So, ja, das müssen wir uns mit dem Trainings, mit der Belastungssteuerung echt ein bisschen anschauen, weil auch die beiden Ersatzstürmer sind recht müde. Gut, die haben jetzt beide gespielt. Adingra können wir dann nachher noch gut einwechseln wenigstens. Und ja, jetzt machen wir weiter. Also den Modus, den können wir auf jeden Fall nehmen für die unwichtigeren Spiele, aber ich möchte schon hauptsächlich auch spielen, weil es natürlich Spaß macht zum einen. Und zum anderen hilft es mir dann auch, wenn ich nur die Top-Spiele habe, dann muss ich mich vorher auch ein bisschen einspielen, damit diese Top-Spiele halt gut funktionieren. Sonst werden wir da ziemlich auf die Mütze bekommen. So, ah, fieses Tackling und gute Parade. Und da ist die Riesenchance und nächste gute Parade. So, ich würde sagen, wir werden jetzt einfach eingreifen und diese Schlussphase spielen. Sind jetzt noch gut 30 Minuten. Und das ist eben das, wie ein Einwechselspieler müssen wir da halt quasi dann komplett wach sein, wenn wir da reinkommen. Ah, der ist zu kurz.
Johnny Cash hat ihn. So. Da sind wir offen. Da sind wir offen. Gut geblockt von Solé. So. Sehr schön aus dem Pressing befreit mit dem Move. Das ist einer meiner Lieblingstricks. Ich finde, dass das einer ist, der auch was bringt im Vergleich zu doch einigen anderen. So, Mitoma hat den Ball. Was machen wir jetzt? Irgendwie. Vielleicht mal ein bisschen Ruhe reinbringen. March jetzt mit der Flanke. Die ist nicht schlecht. Weit genug vom Torwart weg. Prass kommt nochmal ran. Ah, schade. Zu hoch. Da kommt Prass nicht hin. Bailey nimmt Fahrt auf, aber Prass ganz souverän. Sehr schön. Ich finde, das war ein guter Transfer. Da ist Calvert-Lewin und da ist die Führung 2-1. So, jetzt wechseln wir noch für die Schlussphase. Calvert-Lewin ist ordentlich K.O., da bringen wir Adingra. Der kann sogar Stürmer spielen, also warum nicht? Den Rest lasse ich, glaube ich, durchspielen. Und dann werden wir hoffen, dass wir nächste Woche keine englische Woche haben. Und falls doch, müssen wir dort halt durchrotieren und uns das Training und die Belastungssteuerung vielleicht auch noch anschauen. Ja, ganz locker ins lange Eck, sehr platziert. Und jetzt Adingra neu in der Partie. Ansu Fati hätten wir natürlich auch vorne auf der Stürmerposition schieben können. Mitoma wahrscheinlich auch. Rein so vom Spielertyp her hätte schon gut funktioniert. Aber wenn wir da mit Adingra ganz einen frischen Spieler vorne haben, ist das vielleicht nicht so schlecht. Ups, das war unabsichtlich. Jetzt habe ich mir zu weit vorgelegt. So, Douglas Lewis. Ah, die haben echt einen interessanten Kader. Ich mag Aston Villa sowieso sehr gern. Sehr schade gefunden, als die damals abgestiegen sind. Das war immer so mit Gabriel Agbonlahor und damals noch Ashley Young und so, war das schon eine sehr, sehr coole und sympathische Mannschaft. Da habe ich sie auch im FIFA gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Oder zumindest auch gerne eingekauft bei ihnen. Ashley Young ging ja dann zu Manchester United. Aber davor habe ich ihn immer gern geholt. So, Adingra, Wahnsinns-Alleingang. Und der ist trotzdem drin. Martinez lässt ihn durchrutschen. 3-1 und damit vielleicht die Entscheidung. Schauen wir mal, der war schön. Der war nicht schlecht. Gutes Dribbling. Das ist das, was ich mir immer erhofft habe, dass man. Eigentlich habe ich mir erhofft, dass wir mit ihm, gerade mit diesen Läufen und so weiter, dass wir da für Entlastung sorgen können immer wieder. Dass es dann so gut läuft, das war auch nicht zu erwarten. Ich bringe jetzt links hinten noch den David Schneck die letzten Minuten rein, weil Estupinan ist ordentlich müde. Weiß nicht, ob er überhaupt noch reinkommt, aber schauen wir mal. Ja, hart aber fair. Alex Prass mit dem Pass auf Adingra. Schon wieder ein Wahnsinnsalleingang und ich habe versucht, das lange Eck zu heben. Da kommt der Verteidiger noch irgendwie ran. So, schaut mal, da hinten ist Mitoma frei. Frage ist, ob ich ihn da rüber kriege. Ja, geht. 4-1. Ich schätze mal, dass da jetzt noch irgendwer im Weg war und den Ball abgefälscht hat. Schöne einstudierte Ecke, könnte man fast sagen. Mit dem Abschluss. Boah, ich bin mir echt nicht sicher. Können wir da noch eine andere Wiederholung sehen? War das einfach ein kompletter Patzer von Martinez? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Weltmeister-Torhüter immerhin. Nächste Riesenchance. Aston Villa zerfällt gerade ein bisschen. Ja, machen wir halt das 5-1. Was ist denn jetzt los? Also wir schießen hier ordentlich Aston Villa weg. Schöne Geschichte. Adingra macht sich auf Sturmspitze auch extrem gut. Können wir uns merken, würde ich mal sagen. Sehr, sehr schön. Gut, jetzt mache ich kein Interview.
Den anderen Plätzen hat sich nicht viel getan, also waren wir wahrscheinlich das erste Spiel. So, Euroleague steht wieder an. Gut, das heißt, wir müssen auf jeden Fall ins Training schauen, denn die Müdigkeit, die ist sonst kritisch. Die Frage ist, wie schaue ich ins Training? Das habe ich auch noch immer nicht so heraus. Da ist der Trainingsplan. Denn wir müssen echt was bei der Müdigkeit machen. Fokus auf Energie. Also ich würde das sowieso bei den Spielern machen, die spielen, dass man da generell den Fokus auf die Energie legen. Bei Estupinan auf jeden Fall starker Fokus auf Energie gerade, weil der ist richtig fertig. Da kann man eigentlich ruhig auf Leistung bleiben. Und beim Rest gehen wir da ein bisschen zurück. Bei Hinschlot vielleicht nicht. Also bei den ganz Jungen, die sollen ruhig an der Bissigkeit arbeiten. Okay, sieht soweit nicht schlecht aus. Das heißt, wir gehen jetzt mal weiter und haben dann Olympique Marseille als nächstes. Schöne Geschichte. Dann würde ich sagen, machen wir den Cut und machen genau hier dann weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. War mir eine Freude, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.